Hallihallo zusammen, willkommen zurück beim FC Schalke, jetzt in der Saison 62-63 und wir müssen jetzt mal ein bisschen am Kader schrauben. Stand hier und heute stehen wir nämlich stärktechnisch auf Platz 6. Das Saisonziel ist jetzt auch das internationale Geschäft und im UI Cup sind wir ja scheinbar leider nicht dabei. Wir müssen jetzt erstmal hier schauen. Wir haben immer noch 5 Torhüter. Ich habe gesagt, Rekka Biesinger ist neue Nummer 2, Dongala ist neue Nummer 3, das heißt Herr Zapper. Da ihn ein nicht vorhandenes Talent, hier sogenanntes Kein-Talent, vorgeworfen wird, müssen sie jetzt hier leider auf die Transferliste gesetzt werden. 120.000 Euro sollen sie dann auch im Zweifel haben. Und Herr Leslie, bei Ihnen reicht es leider auch trotz großem Talent wohl nicht für diesen Kader und diese Liga. Ich meine, ich könnte auch einen Dongala hat auch mittleres Talent. Rekka Biesinger hat riesiges Talent, der ist dann wahrscheinlich auch die kommende Nummer 1. Da sollte man den dann auch wirklich dazu aufbauen. Und Leslie, 90.000 soll er dann im Zweifel auch haben. So, auf den anderen Positionen. Da haben wir den Herrn Scherwinski, der hat immer noch Stärke 12, das ist gut. Hengel und Eichmann. Hengel, Fußballer des Jahres. Eichmann, der jetzt auf einmal, ohne was dafür zu können, quasi irgendwie hier sich in einer Konkurrenzsituation wiederfindet, die er ja eigentlich gar nicht verdient hat. Aber da haben wir vielleicht noch mehr Qualität auf der Bank, können noch effektiver rotieren oder wir können die Formation ändern, weil Eichmann und Eichmann kann auch DM oder Libero. Könnte man den Abwehrriegel vielleicht noch krasser gestalten. Papp als Nummer 4 behalten wir ihn erstmal. Ich würde erstmal sagen, hier den ich hatte jetzt den Wiesinger. Termin habe ich mit dem Wiesinger schon gemacht. Ne? Jetzt hätte ich gesagt, bleibt er vielleicht erstmal noch eine Weile in der Jugend. Aber jetzt haben wir ja das, den Termin schon gemacht, da will ich ihn dann auch nicht verprellen. Papp kann auch Libero. Vielleicht sollten wir da wirklich die Formation ändern. Ich muss mal gucken. Linksverteidiger. Schäfer ist gesetzt. Need könnte vielleicht ab und zu mal spielen. Er bleibt erstmal als LV Nummer 2. Koinok, da haben wir hier auf der Rechtsverteidigerposition jetzt allerdings schon ein Überangebot. Und für den Herrn Ward, trotz riesigem Talent im Alter von 23, sehe ich dann ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich hier, wie aussieht das in der nächsten Zeit zu schaffen. Da ist die Konkurrenz einfach zu groß. Deswegen geht er auf die Transferliste. Eklund, großes Talent, da könnte eine Laie Sinn machen. Oder Gendry, die sind beide. Gendry ist sehr stark zurückgekommen und ich versuche Eklund erstmal zu verleihen. Ohne Kaufoption, der soll nämlich wiederkommen. Gendry kann vielleicht in der Zeit die Rechtsverteidigerposition ausfüllen. Den Mann kennen wir ja auch. Ist auch ungewöhnlich bei mir, dass ich Spieler verleihe, die schon zwischenzeitlich häufig hier gespielt haben. So, Cilic wurde nicht abgewertet. Santini ist wieder gesund und fast gleichwertig bei Gerber. Bietet sich vielleicht mal eine Laie an. Gern auch mit Kaufoption. Im linken Mittelfeld müssen wir mal gucken, ob wir da ein Upgrade suchen. Connolly wurde abgewertet. Lehmann und Connolly, die können das erstmal hier provisorisch noch machen, aber da sollte ich vielleicht wirklich erstmal nach einem Upgrade suchen. Auf der DM-Position Asané und Pasorek, das ist bewährt, das funktioniert. Im offensiven Mittelfeld, Chitil haben wir noch und Marin ist der einzige Zweite. Der ist vielleicht ein bisschen, der ist der Stärkeunterschied vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich würde sagen, an den Marin sollten wir erstmal festhalten. Der bleibt jetzt, man muss den vielleicht einmal ein bisschen Spielpraxis gönnen. Und im Sturm, da haben wir ein Überangebot. Bei Raba läuft der Vertrag aus. Ich setze ihn zumindest mal ablösefrei auf die Transferliste. Problem ist, González wurde abgewertet. González und Rocha sind auf Augenhöhe. Aliaga ist als Allrounder auch wertvoll. Gomez ist ein großes Talent, sollte deswegen nicht per se verkauft werden. Aber eine Laie macht Sinn, ohne Kaufoption. Siebenaler ist Torschützenkönig und gesetzt. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir da dann einige der Spieler, so wie wir uns das jetzt hier vorstellen, wie ich mir das vorstelle, dann auch loswerden. Auf der Transferliste sollten wir mal nach einem linken Mittelfeldspieler suchen, der möglichst Stärke 11 hat. Möglichst mit fixer Ablöse. Wen haben wir denn da? Er sollte möglichst noch unter 30 sein. Kaga. Den Namen fand ich doch schon mal gut. Kiron Kaga. Beidfüßig ist auch viel wert, aber die fixe Ablöse ist höher als sein Marktwert. Von daher, nein, danke. Jones. Gucken wir erstmal, ob hier vielleicht ein Schnäppchen dabei ist. Das hier wäre schon mal ganz gut. Das wäre auch ganz gut. Oh, das hier. Alfons. Das ist auch ein Vorname, mit dem ich
sehr glücklich wäre. Er spielt bei Sanayuki, Franzose. Alphonse Chamarck. Die fixe Ablöse ist nur 3,58 Millionen, während sein Marktwert fast das Zehnfache ist. Da fragt man sich ja, warum? Verletzungsanfälligkeit ist hoch. Er raucht und hat Übergewicht, also er bringt einige Laster mit. Auch von mir aus kann er gerne Laster fahren, wenn er gut spielt. Und den Mann hätte ich dann gerne. Ich würde gerne hinten aufs Trikot nur Alphonse draufschreiben. So, des Weiteren die Saisonvorbereitung. Wir spielen am 20. August. Machen wir das Trainingslager mal auch hier erst vom 1. Wir machen es jetzt einfach mal in Davos vom 1. bis zum 15. Machen dann jetzt hier mal ein paar Testspiele und ein paar Strandturniere und solche Sachen. Vereinsfest hatten wir erst kürzlich, das machen wir dann im August nochmal. Jawohl, im August ist auch schlecht, ist schon alles so voll. Machen wir es hier Ende des Monats. Am Samstagabend, Familientag, gibt es jetzt direkt sofort. Jugendtag machen wir auch. Die Jugend noch ein bisschen weiter zu pushen. C, Junioren, Deutscher Meister, FC Schalke 04, Tag der offenen Tür. Sponsoren und Fanclub-Treffen machen wir lieber mal ein andermal. Italienisch essen gehen können wir auch mal wieder. Verbandsfest. So, die Feste werden wieder so gefeiert, wie ich es gerne hätte. So ist es ja immer am besten. So, Freundschaftsspiel machen wir mal gegen Fortuna Köln. Bitte nicht die Klonkrieger-Variante von ihnen. So, dann machen wir hier ein Testspiel gegen Unterhaching. Ein Spiel der Freundschaft dort immer wieder. Dann spielen wir hier mal gegen Hoffenheim 2. Machen wir hier mal ein Strandturnier. Sommer, Sonne und Kaktus mit Bremen, Verl, Gladbach, Valencia. Die bringen den Strand persönlich mit in großen Koffern. Heidenheim, Gladbach 2 und Zwickau. Das ist eine bunte Mischung. Dann machen wir hier nochmal ein Freundschaftsspiel gegen Pirmasens. Und weil ich es bin, einfach mal ein Hallenturnier im Sommer. Habe ich einfach mal Bock drauf. So, können sie ja vielleicht nackt spielen oder so, wenn es zu heiß ist. So, mit Union Berlin, Mainz 2. Ich suche jede Konfrontation mit Mainz 2. Sportfreunde Lotte, Hansa, Rostock, Haiger, Wuppertal und FSV Frankfurt. So, wir gucken mal in die anderen Ligen. Hatte ich beim letzten Mal die Statistiken komplett gewälzt? Das wollte ich eigentlich noch machen. Hatte ich das gemacht? Na egal. Wir gucken jetzt mal. In Liga 1 neu Hoffenheim, Würzburg und der HSV. In Liga 2 haben wir neu Heidenheim, Mainz und Union. Außerdem Paderborn, Berliner AK, Jena und Bayreuth. Das ist doch mal eine interessante zweite Liga. In der Regionalliga Nord ganz oben war als Absteiger neu dabei. Was ist denn hier das F bei Bremen? Aber wir sind Pokal-Vizemeister. Vize schreibt man mit V. So, Osnabrück ist neu als Absteiger und Fortuna Köln. Also ein Fortuna Köln ist noch einmal da, aber Absteiger sind die doch eigentlich nicht. Da haben wir noch Verl, Babelsberg, VfL Bochum und Duisburg. Der Ruhrpott meldet sich zurück, Bochum und Duisburg. Gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die beide schon weg waren. Beide weg vom Fenster waren. In der Regionalliga Süd damals neu Wiesbaden, Offenbach und Burghausen. Dann wurde scheinbar auch eine Mannschaft zwischen den Ligen hin und her getauscht, zwischen Regionalliga Nord und Süd. Saarbrücken, Astoria Waldorf und Hoffenheim 2 und Illertissen. Ist eine Mannschaft vom Süden in den Norden gewechselt, glaube ich. Weiß aber nicht, wer das sein könnte. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ja, dann starten wir jetzt einfach mal ins Vergnügen mit Viererkette. Wir sind sehr frisch, das ist schön. So, der junge Herr Wiesinger, riesiges Talent. Den werde ich dann ja nicht sofort ausleihen können. Oder es geht, die sagen immer, sie wollen nicht. Ich glaube, das geht gar nicht bei brandneuen Spielern, die man direkt hochgezogen hat, ne? Ich vermisse so eine Option, dass man die nochmal für ein Jahr in die zweite Mannschaft steckt. So, der Spieler nimmt an, für 4 Jahre den Frauen und Freundinnen gefällt das gut. Sie kritisieren, dass die Männer ihre Schuhe nicht putzen müssen. Sind mittlerweile auch immer wieder ein paar Frauen und Freundinnen dabei, oder zumindest Freundinnen. So, Alphonse. Ich gucke nochmal, ob ich hier irgendwo noch ein Haar in der Suppe finde. Also ein paar habe ich ja schon gefunden. Verletzungsanfällig, Raucher und fett, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das soll mir ja egal sein, bin ja selber fett. Aber er ist schnell. So ein Kugelblitz und er kann gut Ball halten. Jetzt bieten sie fast 7 Millionen Handgeld. Das ist ja immer die Krux bei den fixen Ablösen, die sehr niedrig sind, dass das meist durch sehr hohe Handgelder kompensiert wird. Ein Trend, der nicht zu übersehen ist, aber da können wir ja vielleicht auch mal mitgehen. Können ihm vielleicht was Gutes zu essen bieten.
So, Currywurst. Und das wäre nochmal eine echte Verstärkung. Und ich glaube, von externer Quelle bräuchten wir dann auch keine weitere. Nein, wir wollen oben angreifen, aber der Kader ist noch breit. Beziehungsweise müssten dann erstmal ein paar Abgänge geschaffen werden. So, legen wir nochmal drauf. Machen wir es mal siebenstellig hier. 1 Million Grundgehalt. Nein, er kotzt noch nicht ganz. So, 4 Millionen Handgeld und 1,5 Millionen Grundgehalt. So, das wird mal richtig geklotzt hier. Und ich kann ihn umstimmen, das ist natürlich viel Geld. Aber wir wollen uns ja auch verstärken. Wiesinger bekommt die Rückennummer 20. Wir spielen gegen Fortuna Köln. Da spielen jetzt mal einfach die Jüngsten mal. Warum nicht so? Der Älteste ist Connolly mit 32. Lass das mal den Papa machen. Einige Minderjährige auch da in der Formation. Bei Raba muss ich jetzt aber trotzdem ehrlich mal sagen, den nehme ich jetzt hier raus, weil ich da keinen wirklichen Sinn drin sehe, weil der wird in der Bundesliga nicht zum Einsatz kommen. So, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. So, knapp 15.000 Zuschauer hier, gelbe Karte für Ekelund. Aber dasselbe gilt eigentlich für die meisten anderen auch, die ich da quasi auf die Transferliste gesetzt haben. So, wir wechseln mal durch. Koinok, Schäfer, Schitil, Scherwinski kommt zu seinem Debüt an der Seite des Wiesinger. Na, er kommt zusammen mit Hengel rein. Und Assane kommt auch nochmal rein. Avenatti darf auch eine Halbzeit spielen. Passiert gerade noch nicht viel. Scherwinski trifft direkt nach 11 Minuten. Vorlage Harry Gerber. Muss er doch direkt mal eine Runde schmeißen. Koinok, ich glaube, die machen das meistens, wenn sie ein Pflichtspiel getroffen haben. Koinok sieht gelb. Nicht noch vom Platz fliegen hier. Und wir gewinnen 1-0 gegen Fortuna Köln. Unsere Defensive ist noch stärker geworden. So, Cilic wird umworben von Jurgardens und Leverkusen. Leverkusen, unser kommender Gegner. Haben die denn schon wieder Geld, die Bayer? Er hat noch ein Jahr Vertrag. Ich höre mir einfach mal an, was Jurgardens hier bietet. 1 Million. Aber gut, der Mann ist 35, der wird nicht mehr unendlich lange Fußball spielen. Der Herr Granqvist ist damit auch gar nicht so weit von seinem Marktwert entfernt. Aber der, ich sag mal, der gefühlte Marktwert ist deutlich höher, ne? Weil der Mann ist immer noch eine lebende Legende hier. Und ich möchte ihn eigentlich auch nicht abgeben. Ne? Ich habe mit Santini und Gerber gute junge Alternativen. Aber solange der Cilic noch kann, wird der Cilic auch noch spielen. Und deswegen, ja, ich muss ihm auch gar keine Gehaltserhöhung bieten. Billig für über 20 Millionen von Man City verpflichtet. Beim Jugendtag ist kein Talent aufgefallen. UI Cup ohne uns. Sauerei. Eintracht Frankfurt gewinnt 1-0 gegen FC Honka. Da wären wir auch gerne bei. Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg. Es kamen sehr viele Fans. Wir sehen Transfers. Bielik von Augsburg nach Man City. Vadnai von Gladbach nach West Ham United. So, jetzt haben wir doch hier etliche Gespräche. Für Ekelund und Gerber finden sich Leihgeschäfte. Santini und Čermák werden zum Kauf umworben. Den einen umwerben wir selber zum Kauf. So. Viele Verhandlungen anstehen. Ekelund, Santini, Gerber, Čermák. Gucken wir auch nochmal hier bezüglich Vertragsverlängerungen. Avenatti, auch da können wir die Option ziehen. Tun wir dann ja auch. Ich gebe ja gerne Optionen. Das ist einfach unkomplizierter. Dongala ziehen wir auch mal die Option. Papp muss ich mir gerade mal überlegen. Kommt drauf an, was jetzt auch mit dem Wiesinger ist. Können wir den Wiesinger, den kann man nicht verleihen, ne? Und den Papp vielleicht verleihen. Warum kann man jemanden, der einen auslaufenden Vertrag hat, nicht verleihen? Ich könnte ihn noch verleihen und dann kommt er im Zweifel nicht wieder. Schäfer, mit dem kann man nicht viel falsch machen. Den verlängern wir erstmal. Ja, über 33 Millionen auf dem Konto. Ein dicker Transfer ist da schon drin. Schäfer, der bisher nur 460.000 Euro verdient. Kann man doch mal direkt vervierfachen. Ein Mann für alle Fälle. Ein Mann, mit dem man nicht viel falsch machen kann. Der kann hier noch 10 Jahre oder länger spielen, wenn er will. Sein Berater guckt skeptisch. 2 Millionen, das ist doch ein guter Preis hier. Ja, sie wollen sich wohl selber ein paar Prozente in die Tasche stecken, habe ich das Gefühl. Dann habe ich hier nochmal einen kleinen Koffer mit 250.000 Schleifen. Immer noch nicht zufrieden. Wie gierig kann man denn sein, bitte? Das sind hier wirklich keine Peanuts, die ich hier anbiete. Dann legen wir noch ein bisschen drauf.
Und dann sind wir überzeugt. 4 Jahre verlängert mit Schäfer Ekelund. Ne? Das ist jetzt ein bisschen interessant. Der hat, ähnlich wie Gendry, schon durchaus häufig gespielt. Ist jetzt aber wieder weg, weil jener Gendry wieder zurückkommt und seinen Platz quasi einnimmt. Aber den werden wir auf jeden Fall wiedersehen, da er bzw. der FC Augsburg, die sich jetzt ihn geschnappt haben, die haben keine Kaufoption. Der wird auf jeden Fall wieder zurückkommen. Vielleicht dann nächstes Jahr die Plätze wieder tauschen mit Gendry. Werden wir sehen. So, hoffe, dass er da Spielpraxis bekommt. Die spielen in der Regionalliga Süd, glaube ich. Jawohl, da sind sie gut. Wir spielen gegen Unterhaching. Ich wechsle jetzt einfach mal durch. Da ist besagter Gendry. Ach, solange sie jetzt hier dabei sind, auch wenn ich sie aufs Abstellgleis gestellt habe, können manche ja hier doch nochmal mitspielen. Auch. So, ich hoffe wie immer, dass ich hier kein großes vergesse. Fast 8000 Zuschauer. Gendry trifft nach Vorlage. Pasorek zum 1:0. Wir wechseln durch. Ich möchte dem Zapa jetzt auch kein Unrecht tun. Ich tue so, als würde ich ihn jetzt hier vom Hof jagen wollen. Nein, tue ich ja nicht. Er hat ja nichts falsch gemacht, aber die personelle Situation auf der Torhüter-Position hat sich jetzt halt so ergeben, dass ich da bei anderen eher die Zukunft sehe. Und beim Ersatzkeeper kann man solche Schritte dann auch schon mal ein paar Jährchen früher machen. Cilic trifft zum 2:0. Ja, unsere Defensive bleibt auch hier sicher. Wir gewinnen 2:0 einmal mehr. Augsburg, jetzt die erste Mannschaft, ist an Santini interessiert. Da bin ich eigentlich nicht bereit, ihn abzugeben. Höre mir aber gerne mal das Angebot an. Herr Rosen bietet 4,4 Millionen. Das ist ein bisschen mehr, als er wert ist. Gucken wir mal. Ab einem gewissen... Er ist jetzt nicht unverkäuflich. Ab 6 Millionen können wir uns vielleicht einig werden. Komm, geben Sie mir 6 Millionen, Herr Rosen. Ah, 5,9? Nein. Bleibt da. Ich biete immer noch mehr, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich überhaupt nachlegen muss. Auflaufprämie hat er da mehr bekommen. Wenn er einen leckeren Auflauf mitbringt, dann soll er diese 15.000 Euro auch jedes Mal bekommen. So, er ist voll zufriedengestellt. Harry Gerber geht auf Leihbasis nach Betis Sevilla. Ich kann mir mal eine Postkarte mal schicken. Das erste Mal im Italiener war wie immer sehr lecker. UI Cup. Ich gucke neidisch zu den Frankfurtern. Die verlieren 2:0 gegen Honka und sind damit draußen in der Verlängerung. So, deswegen jetzt hier auch. Doch, Freiburg ist auch dabei. Wie viel da waren die denn? Freiburg gegen Celta Vigo. Santini mit einem Rippenbruch. Freiburg waren die nicht Sechster? Ist Platz 6 wirklich nur... Platz 6 ist scheinbar wirklich nur UI Cup. Ein besserer UI Cup. Interessant. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. So, wir spielen gegen Hoffenheim 2, spielen jetzt einfach mal die Unmotiviertesten, um denen mal auf den Sack zu gehen. Genau, 6.000 Zuschauer. Wahrscheinlich ausverkauft dann. So, komplett wechseln. Schawinski und Hengel sollen auch nicht immer nur zusammenspielen. Ich probiere einfach mal auch mal ein paar fremde Positionen aus. Hengel geht einfach mal auf die 6. Assane geht einfach mal auf die 10. Chetil geht einfach mal ins rechte Mittelfeld. So mal ein bisschen out of the box denken hier. Papadopoulos mit dem 1:0. Garcia sieht gelb. Haben wir auch mal ein Gegentor kassiert. Schawinski trifft. Trifft schon recht häufig hier für den Innenverteidiger. Schäfer sieht gelb. Innocent, das ist ein Name. Trotz Namen kriegt man da trotzdem auch mal eine Verwarnung. Gelbe Karte. Wir sind immer noch an Alphonse interessiert. Ich sehe, dass hier nichts Kritisches ins Kleingedruckte geschrieben wurde, aber die
bieten noch mit. Jetzt ist das Handgeld auf einmal verschwunden, aber das Grundgehalt deutlich gestiegen. Wir lassen unser Handgeld einfach mal hier im Raum stehen. Und der Mann wechselt damit. Für den Schnäppchenpreis von 3,58 Millionen fix sofort zu uns. Perovic für über 28 Millionen von Galatasaray verpflichtet. Das Fest war ganz nett. Große Stimmung, kam keiner auf. Ihr Ansehen beim Verband ist jedenfalls nicht besser geworden. So, reichlich Transfers. Ekelund verlässt uns in Richtung Augsburg 2. Gerber verlässt uns in Richtung Betis Sevilla. Klinger geht von Kaiserslautern nach Burnley. Wir verpflichten Alphonse Jermak von Seinäjoki. Der Franzose aus Finnland. Damit er bekommt die Rücknummer 13. Bin ich jetzt eigentlich schon zufrieden mit unserem Kader, was also außer, dass ich gerne noch ein paar abgeben würde. So, bei Santini steht ein Krankenbesuch an. Eine Woche präsentiere ich ihn jetzt hier einfach mal noch. So, in der vergangenen Woche haben wir 4,5 Millionen Euro verloren. Wir haben immer noch 28 Millionen, da könnte man sich eigentlich noch fast schon noch was leisten. Gucken wir aber erstmal hier, was Verträge angeht. Bleiben wir jetzt hier wirklich immer noch auf den 5 Teutern sitzen, oder was? Gonzales, ziehen wir mal die Option. Aliaga, ziehen wir auch mal die Option. Marin, ziehen wir auch die Option. Connolly, da ziehen wir auch die Option. Santini, wir ziehen die Option. Und Cilic, dann bleibt da noch ein Jahr länger, ziehen wir auch die Option. Gendry, ja, überall werden hier Optionen gezogen, bei Coinhawk auch. Das ist dann doch praktisch. Rabat, dann auslaufender Vertrag. Und Papp. Papp verlängern wir dann einfach mal. Vielleicht verleihen wir ihn, wenn möglich. Wir haben jetzt hier auch noch Jugendspieler, die bald reif sind quasi. Also wir trainieren mal. Es ist noch nicht das Trainingslager, deswegen trainieren wir erstmal Abseitsfalle. Ich habe Mausefallen auf dem Feld ausgelegt und um das zu trainieren. Oh, Knorpelschaden im Knie bei Wiesinger. Der ist gerade in den Profifußball gekommen und hat direkt die schlimmste Verletzung, die man kriegen kann. Ja, dann müssen wir mit dem Papp erst recht verlängern. Gute Besserung an Wiesinger. Das ist natürlich brutal. Gerade in so jungen Jahren, wenn man da fast ein ganzes Jahr verliert, dann ist der Papp als Innenverteidiger Nummer 4 direkt gefragt. Und auch überzeugt. Er bleibt dann direkt 4 Jahre. Mal ein Strandturnier, was wir auch... Nein, Valencia gewinnt es. Die haben den Strand ja auch mitbringen müssen. Wir stehen auf Platz 2, haben 200.000 Euro Gewinn gemacht. Gladbach 2 auf 3, Ferl auf 4. In der Gruppenphase hatten wir 4 Punkte geholt mit einem Sieg gegen Bremen, einer Niederlage gegen Ferl und einem Remis gegen Gladbach. UI Cup mit dem SC Freiburg. Und jetzt wissen wir, wir müssen mindestens 7. werden. Wir sollten einfach 6. werden und selbst dann müssen wir in den UI Cup. Freiburg verliert 1-0 gegen Celta Vigo. José Higirca von Paris Saint-Germain verpflichtet für über 23 Millionen. Rodriguez Menpunkt von Man City verpflichtet. Wir spielen gegen Pirmasens. Santini kann schon wieder spielen. Wiesinger fällt 21 Wochen aus. Die gesamte Saison ist nicht gelaufen, aber ein Großteil. Czermak. Alphonse kommt zu seinem Debüt. ...1300 Zuschauer gegen Pirmasens 1-0. González nach Vorlage, Assané. Marin auch nach Vorlage, Assané mit dem 2-0. Und wir führen 2-0 zur Halbzeit, wechseln durch. Dangala, Papp, Scherwinski, der bisher, glaube ich, immer von der Bank kommt. Şitil, Sibenala, Koinok und Gomez. Şitil trifft direkt. Doch freuen, wenn wir hier nochmal ein paar Leihgeschäfte oder Transfers eintüten können. Gomez trifft. Das läuft doch hier wie am Schnürchen. Spielen wir mal wieder zu 0. Jawohl, 4-0 Sieg gegen Pirmasens. Sehr schön. UI Cup. Freiburg dreht es tatsächlich, gewinnt 2-0 gegen Celta Vigo.
Sind damit weiter, spielen jetzt gegen FCSB Bukarest. Da muss man auch noch einige Runden überstehen hier im UEFA Cup, wenn man dann auch wirklich mitmachen will. Wir sehen Transfers. Brasanac von Huddersfield nach Augsburg. Wagnermann, unser alter Freund, verlässt Rostock direkt, geht zum FCSB Bukarest. Buxa von Ingolstadt nach Fenerbahce, finde ich ja kurios, wenn Spieler verpflichtet und sofort wer verkauft werden. Bayric geht von Bielefeld nach Atletico Madrid, aber wir sehen es ja auch bei manchen, dass sie sich nicht so direkt durchsetzen können. Wir bekommen keine weiteren Angebote. Der Wiesinger muss erstmal mit dem Ottmar Schulz Versorgungspaket hier besucht werden. Bei 21 Wochen Ausfall. 3 Millionen Gewinn gemacht in der vergangenen Woche. 31 Millionen auf dem Konto. So, dann bin ich mal wieder aufs Kabel getreten. Den Rest der Saisonvorbereitung zeige ich Ihnen beim nächsten Mal. Da haben wir noch ein Hallenturnier im Sommer. Das Trainingslager. Und hoffe, dass wir noch ein paar Spieler loswerden. Jetzt wieder 5 Torhüter hier zu haben. Das ist etwas unbefriedigend. Ansonsten... Alfons, der war so günstig, da könnte man eigentlich noch vielleicht nachlegen. Wollen wir uns noch einen zweiten Stürmer holen? Ah, jetzt habe ich mit den ganzen verlängert. Ich wäre hin und her gerissen. Das klären wir alles beim nächsten Mal. Gucken wir uns das dann mal an. Tschüss, bis dann.